ihren Stärken präsentieren. Deswegen gucke ich auch, was kann der? Und dann stelle ich den dahin. Das ist meine Aufgabe, die zu sehen und die Stärken zu verstärken. Ich gucke nicht, wo ist einer schlecht? Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, wo ist er gut? Und das will ich, dass er macht. Mhm. Ja. Und das ist eine Grundeinstellung, die auch in unserer Gesellschaft, wo es ums Funktionieren geht, oft einfach falsch rum gehandhabt wird. Auch Uni oder Schule, es wird immer geguckt, was kann einer nicht? Dann kriegst du die schlechte Note. Es wird nicht geguckt, was kann der und wie kann ich das verstärken? Das zieht ja Fähigkeiten, die ich nicht habe, mit. Du wirst ja in Bereichen besser. Wenn du gute Bereiche förderst, werden auch andere Bereiche besser. Also ich bin ganz stark eigentlich durch Bilder inspiriert. Ich habe dann entweder Filmbilder, jetzt wie zum Beispiel dieses, der Charlie ist eingeklemmt zwischen den Zahnrädern. Das ist so ein Bild. Und so ein Bild trage ich eine ganze Weile mit mir rum und daraus entwickelt sich irgendwie was. Und ich bin ganz stark eine Teamarbeiterin. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass da andere sind. Weil das kann sein, dass ich sonst auf meinem Bild sitzen bleibe und gar nichts entsteht. Aber ich kann das dann mitteilen. Eigentlich dann aus der Kommunikation von solchen Ideen und dem, was die anderen dann bringen, entstehen für mich weitere Inspirationen. Ich brauche die Anregung durch andere. Ja, also ich muss sagen, da kann ich mich dranhängen. Das geht mir ganz ähnlich. Und ich fand noch einen wichtigen Punkt, die Leichtigkeit, die du angesprochen hast. Also das kommt von unserer Ausbildung her, aus dem experimentellen Animations- und Clownstheater, da war das spielende Kind immer total wichtig. Und die Leichtigkeit, wenn man Kindern zuguckt, wie die da durch den Garten hüpfen und von hier nach da und dann findet man ein Stöckchen, dann ist es plötzlich der Zauberstab und dann wird hier die Pusteblume verzaubert und es geht einfach, es hat so eine Eigendynamik, es fließt. Und das ist eigentlich die Energie, an die wir, oder ich versuche, dran zu kommen. Ich fange an und kratze mit irgendwas über die Feder und ich höre auch die Obertöne plötzlich. Und es ist eine Wachheit dafür, dass was passiert. Das inspiriert und das ist das spielende Kind. Einfach jedwede Schwernis und Bewertung. Es sind ja immer die Bewertungen, die uns schwer machen. Und das ist das, wo wir durchgeprügelt werden in unserer Kultur und wo jemand sagt, das ist falsch und so. Ich lausche hin, das ist also da und das inspiriert mich dann von dem Punkt. Und das ist egal, das kann sowas sein, es ist einfach, für mich ist alles recht. Keine Bewertung, keine Negativbewertung, sondern alles ist positiv erstmal. Und von da an kannst du in der Leichtigkeit aufsteigen, fortschweben. Das ist großartig. Und deswegen bringt mich diese Musik und diese Arbeit auch immer gut drauf. Und das ist die Leichtigkeit, die es mir schenkt. Und wo ich mich auch immer wieder erinnere, ah, so geht's. Nein, das ist mir völlig bewusst. Also, das finde ich auch so anstrengend. Das ist ja auch so anstrengend. Deswegen sage ich auch, ich will eigentlich nicht mitspielen, weil als Spieler brauche ich die Leichtigkeit. Als Leiter der Gruppe, gerade bei Aufführungen, brauche ich eine Persona, da brauche ich Persönlichkeit, da muss ich auch eine Art von Aggression ausstrahlen, damit es den Krempel zusammenhält. Deswegen spielen wir normalerweise, also in der Theaterform, wie wir sie kennengelernt haben, wir spielen nicht mit. Du bist Leitung oder Spielerin oder Spieler. Ne? Ja. Und eigentlich, weil, also das sind wie eben, du hast auf der Bühne die Erlaubnis für alles und damit du nachher ein Feedback geben kannst und so, braucht es A, jemanden, der draußen sitzt, damit auch ein Feedback möglich ist. Und es ist einfach so schwierig, auf der Bühne alles fahren zu lassen, ne, und einfach nur spielendes Kind zu sein, natürlich mit der entsprechenden Rollendistanz und um was es immer so geht. Und dann gehst du wieder auf die andere Seite sozusagen, bildlich gesprochen, auf die andere Seite vom Bühnengraben und kannst dann dein eigenes Spiel feedbacken und hast es wie von außen beobachtet. Das geht, aber das ist total anstrengend. Es braucht eigentlich jemand im Außen, der das zusammenhält, der von außen guckt, der den Außenblick hat. Das macht vieles viel leichter. Und ich bin dann immer sehr dankbar, wenn ich so Kontrollinstanzen auslagern kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch noch Technik machen müsste. Und dann noch an einem Mischpult stehen und hören und welchen Regler und welches Mikrofon wohin,
Das, ab irgendeinem Punkt der Professionalität kann ich das nicht mehr. Genau. Dann muss das ausgelagert werden. Und deswegen bin ich super dankbar, wenn ich dann da jemanden stehen habe, der das auch gut macht, wo ich auch das Vertrauen habe, boah, das ist super, der kann das sowieso besser wie ich. Bei so komplexen Projekten geht nicht mehr alles in Personalunion. Das geht einfach nicht mehr. Und also das hat jetzt auch, finde ich, abgedreht nochmal beispielhaft gezeigt. Und wir haben ja schon im Gespräch festgestellt, wir hätten eigentlich noch mehr Leute gebraucht, ja, weil es war schon so komplex, dass wir alle zusammen schon eigentlich eine Unterbesetzung dargestellt haben für das, was wir von uns selber verlangt haben und um unsere eigenen kreativen Ideen sozusagen zu realisieren. So, ne? Wie nach jedem sehr großen Projekt, was eben sehr toll war und sehr anstrengend, braucht es erstmal eine Pause und kleinere Projekte sozusagen, weil das ist ja unser, ich nenne es jetzt mal so, täglich Brot sind ja schon die Projekte. Und genau, und dann warten wir auf das nächste Bild, auf die nächste Inspiration, die uns mit Sicherheit dann irgendwann wieder anhüpft. Und das kann gar nicht so lang sein, der Zeitraum zwischen jetzt und diesem Punkt. Und dann überlegen wir uns das nächste Abgedrehte. Also ich finde, das Projekt war außerordentlich erfolgreich erstmal. Da setze ich mich jetzt erstmal rein und finde das großartig, was wir geschafft haben. Das finde ich total wichtig, weil oft geht auch in der vielen Arbeit dann der Genuss unter. Und es war sehr viel Arbeit. Und jetzt einfach sich mal die Zeit auch zu nehmen und mal nachzulauschen, wie geht's mir jetzt? Wie geht's mir mit dieser super erfolgreichen Produktion? Ich finde, wir haben was ganz Besonderes geschaffen mit dem Team, wie wir waren. Auch gerade, weil es nicht so fett besetzt war, wie es eigentlich hätte sein müssen und dementsprechend den Einzelnen auch entsprechend viel Kraft gekostet hat und wir es trotzdem auf so ein hohes Niveau gehoben haben. Das finde ich so außerordentlich genial. Das finde ich großartig. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, weil was zurückbleibt, ist natürlich erstmal die Erschöpfung. Man bricht nach so einem Ding erstmal auf irgendeiner Ebene zusammen und sagt, boah, was ein Glück, dass es rum ist. Aber wie schade wäre das denn, wenn das das Hauptgefühl wäre? Weißt du, was ein Glück, dass es rum ist, wie absurd. Weil wie toll, dass wir es gemacht haben. Was eine Energie eigentlich, wo schiebt mich das Ding jetzt hin, wo Marianne auch gesagt hat, oh, die Energie, die trägt mich mindestens bis Weihnachten. Irgendwie, das finde ich herausragend, weil das ist auch so. So erschöpft, wie ich jetzt bin, so viel Energie gibt mir es aber doch auch. Und das finde ich ganz wichtig zu sehen, wie großartig war das eigentlich, was wir da getan haben. Das finde ich total toll. Auf unsere Weise, du drehst dich im Viereck, ich dreh mich weg von allen Dingen und zu euch hin, weil ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Und zehn Teile. Und zur Euch, weil ich bin,